Super, besten Dank. Ich habe jetzt die große Aufgabe, euch nochmal richtig zu motivieren, ja, und nochmal den Punkt zu schaffen bis zur Band. Also ich will euch 20 Minuten Einblick geben zu unserer politischen Arbeit bei Goliath Watch und ich will auf jeden Fall mit euch nochmal 20 Minuten diskutieren und austauschen. Uns gibt es seit 5 Jahren, wir waren da beim letzten Bits und Bäume, waren da damals bei dem Workshop, beim letzten Kongress, der hieß damals Facebook zerschlagen. Und ich wollte euch jetzt mal mitnehmen, was bei uns in den letzten 5 Jahren passiert ist. Also Bits und Bäume ist noch nicht 5 Jahre her, der erste. Und wie man so 3 unterschiedliche Strategien, wenn man mit Großkonzernen wie Google, Facebook oder Bayer umgeht, was man da machen kann und was sich wie unter welchen Kontexten zeigt. Und nochmal zur Vorrednerin, wir haben letztens vom Lieferkettengesetz einfach nur mal erwähnt, wir stellen die Informationsfreiheitsanfrage. Die haben uns die Unterlagen sofort geschickt. Ja, also es ist ein super Tool, nutzen. So, aber wer ist denn überhaupt Goliath Watch? Genau, und wer bin überhaupt ich? Also ich bin Thomas Dürrmayr, ich bin Volkswirt und ich war vorher bei Lobby Control. Die machen total viele Informationsfreiheitsanfragen, die machen so Lobbyismus. Ich bin im wissenschaftlichen Beirat von Attac Deutschland, das ist so die globalisierungskritische Bewegung in Deutschland. Und ich habe das Netzwerk Plurale Ökonomik mitbegründet. Also ich bin so ein ganz schlimmer Volkswirt mit so Mathe. Genau, und wir haben halt vor 5 Jahren gesagt, im Zuge der Bayer-Monsanto-Fusion, wir müssen irgendwas gegen das immer größer werden von Großkonzernen tun. Genau, und da will ich euch jetzt mal mitnehmen, was wir da so getan haben. Wir sind in verschiedenen Netzwerken aktiv. Ich weiß nicht, wie die bekannt sind, weil wir kommen ja aus dieser Wirtschaftsecke. Das eine ist, es gibt ein europäisches Netzwerk für Konzernkritik. Die waren total happy, dass es endlich mal eine zweite NGO gibt in Deutschland, die sich um Großkonzerne kümmert. Wir haben damals im Zuge der Bayer-Monsanto-Fusion das Netzwerk Konzernmacht beschränken gegründet und wir sind Mitglied im Cora-Netzwerk. Die haben das Lieferkettengesetz mit initiiert. Soweit. Genau, wir danken erstmal allen, insbesondere der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Deswegen kann ich euch heute erzählen, was wir eigentlich gegen Facebook gemacht haben und wie diese Klage denn positiv ausging im Juli. Wir haben gerade eine kleine Finanzierung von der Umweltstiftung Greenpeace, von der Bewegungsstiftung und wir sitzen in Hamburg, deswegen haben wir so ein bisschen Geld von der norddeutschen, von der Landeskirche. Genau, wir sind total klein. Ihr könnt da viele Unterlagen bei uns unter goliathwatch.de Zukunft runterladen. Ich werde die Folien einmal hochstellen. So, was will ich mit euch jetzt machen, die nächsten 15 Minuten? Ich will kurz erzählen, wer ist denn überhaupt Goliathwatch? Weil wer hat denn von Goliathwatch schon gehört? 3, 4, also nicht so alle. Muss ich vielleicht nur 2 Worte erzählen, wer wir denn sind. Ich will euch unsere Erfolge erzählen, die wir hatten. Ja, wir sind 9 Leute, also wir sind jetzt nicht so groß wie Frag den Staat. Und unsere Antwort ist, was ich euch mitgeben will, Kampagnen wirken total super. Man kann echt was tun und ich zeige euch noch ein paar Ausblicke und offene Fragen. Und die Argumente von mir sind relativ klar. System Change, not Climate Change, um jetzt mal den Spruch der Klimagerechtigkeitsbewegung zu sagen, wir müssen mehr über Wirtschaft reden. Wir reden viel zu wenig über Wirtschaft und Natur ist total wichtig und Netzpolitik ist total wichtig, aber wir müssen mehr über diese wirtschaftlichen Grundfragen reden. Da sind viel zu wenig Leute aktiv, nach unserer Perspektive. Genau. Das zweite ist modernes Campaigning, ja, und Wirtschaftsfragen, das wirkt total super und wo ein Riesenloch ist, wo wir aber jetzt in den letzten 5 Jahren feststellen, dass immer mehr Leute anfangen, ist, wir müssen über Antitrust-Politik reden. Und es müssen mehr Leute anfangen zu sagen, wir müssen diese großen Digitalkonzerne zerschlagen. Das ist total wichtig. Und wenn da mehr Leute aktiv werden, dann wird es auch sehr wahrscheinlich, und das zeige ich am Schluss, wo wir da gerade stehen in der Politik. So, das ist Goliath Watch. Klein und fein aus Hamburg. Ich komme aus Bayern. Ja. Und was wollen wir? Wir wollen eine Wirtschaft für alle Menschen. Ja, also es ist relativ einfach, das muss sozial und das muss ökologisch gerecht sein. Und unser Fokus ist halt jetzt nicht alles in der Wirtschaft, sondern wir schauen halt verstärkt auf die großen Konzerne wie Google, Facebook, Bayer oder Volkswagen. Und wir machen halt viel Bildung, wir machen Protest und wir finden es total wichtig, dass Gruppen zusammenkommen, wie hier auf Bits und Bäume, dass mal wir diese Brücken zwischen den unterschiedlichen Politikfeldern mal überwinden. Das ist echt wichtig. Genau, und wir heißen Goliath Watch aufgrund David gegen Goliath, der kleine, schwache, also ich glaube, keiner von uns hat hier irgendwie die Millionen am Bankkonto. Wir können auch gegen große und mächtige Konzerne gewinnen. Das geht. Ja, und ich will euch jetzt mal 3 Erfolge, die wir so im Kleinen bisher erreicht haben. Und wir sind gewaltfrei, wir haben keine Schleuder oder so, auch wenn David so eine Schleuder hatte. Wir sind
haben keine Schleuder. Genau, und was wir wollen, wir wissen jetzt nicht, wie eine gerechte Wirtschaft ausschaut letztendlich, aber wir sagen, zwei Sachen sind total zentral. Wir brauchen Menschenrechte, und wenn man sich mal die Erklärung der Menschenrechte durchliest, steht da eigentlich alles drin, wie es sein müsste, und wir finden diesen Donut, soziale Untergrenzen, die Wirtschaft muss eigentlich für alle Menschen die grundlegenden Bedürfnisse verwirklichen und nicht den Planeten zerstören, nicht die planetaren Obergrenzen überschreiten. Soweit zu uns. Und was machen wir? Das war unsere Aktion letztes Jahr. Da hinten sitzt Facebook Deutschland in Hamburg, so gegenüber von Scientology. Und wir haben ja mal gesagt, wir haben noch keinen zum Konzern zerschlagen, aber wir machen das mal symbolisch. Ja, wir haben mal Facebook genommen und mal in vier Teilkonzerne zerschlagen. Also rechts Meta, in der Mitte Instagram, WhatsApp und Facebook. Wir machen das mal symbolisch, dann haben wir mal ein gutes Gefühl für Weihnachten. Genau. Und wer das mal nochmal genauer nachlesen will, was wir so haben, wir haben da so mal so ein Paper geschrieben für den BUND. Das sind dann so 30 Forderungen, was man alles machen könnte, um Konzerne sozial-ökologisch gerecht umbauen. Kann man auf der Webseite nachlesen, haben wir jetzt nicht die Zeit. So, und unsere Analyse ist folgende. Wir sagen halt, wir müssen den Planeten retten. Wäre echt cool, wäre wirtschaftlich auch total sinnvoll und wird, glaube ich, auch vielen Leuten echt, wäre echt cool. Wir haben aber dafür ein soziales Problem davor. Wir müssen allen Menschen es ermöglichen, es mitzugehen. Ja, es wäre doof, wenn wir die unteren Einkommensgruppen da rausnehmen. Und die Hauptfrage ist nach unserer Meinung im Wirtschaftsbereich. Also wir müssen umverteilen und wir müssen einfach die Ressourcen mobilisieren, weil das Wirtschaftssystem den Planeten und die Menschen gegen die Wand fährt. Und es sehen immer mehr Leute, dass immer mehr Leute sagen, ja, wir müssen über Wirtschaft reden. Genau, und deswegen sagen wir, wenn die Lösung da ist, muss auch die Lösung daherkommen aus dem Wirtschaftsbereich. Da müssen wir anfangen, was überhaupt eine Netzpolitik oder Umweltfragen hinten runterfällt, bloß das integrieren und zusammendenken. Unsere Erfolge. Genau, wir haben eine Kampagne gegen Google gefahren, damit haben wir angefangen. Wir haben ganz am Anfang den Kampf gegen Bayer Monsanto, gegen die Fusion unterstützt. Das ist so klassische Antitrust-Arbeit, und wir haben gegen Facebook geklagt. Genau, dann nehme ich jetzt mal mit. Also Google. Genau, Google hat vor unserem Protest im Sommer 2018 das in Autocomplete gegeben, wenn man eingegeben hat, Flüchtlinge nicht. Flüchtlinge erschießen, nicht entkommen lassen, war eine Antwort von Google, wie man diese Suchanfrage vervollständigen. Das fanden wir total scheiße. Das ist für uns Hate Search. Das geht nicht. Ja, wenn man bei Google eingegeben hat, Klimawandel, hat Google aktiv vorgeschlagen, Klimawandel Lüge, Klimawandel Mythos. Seit unserem Protest ist es weg. Das waren drei Leute. Also man kann was bewegen. Genau, wir starten hier. Ja, es geht was. Genau, also das war hier vor der Lobbyzentrale unter den Linden vor Google, und mit dem Foto waren wir dann auf Spiegel Online. Also es geht was. Ja, klein, fein, aber man kann damit drei Leuten was bewegen. Genau, soweit. Das war jetzt hier der Öffentlichkeitschef von Google Deutschland, als wir ihm die Unterschriften übergeben haben. Da war er nicht so begeistert. Ja, ist halt so. Da stehen dann wieder so eine NGO halt. Genau. Und das ist halt die Google-Zentrale in Hamburg. Genau, also soweit. Das war der Kampf gegen Google. Das ist klassisches Campaigning, wie es so Greenpeace macht oder andere. Ist cooles Tool, wirkt. Fall 2, die Bayer-Monsanto-Fusion. Ist ja schon ein bisschen her. Wenn wir von Landwirtschaft reden, das ist aus dem Bericht von Bayer, das ist jetzt nicht irgendwie von uns. In der Fusion bei Bayer-Monsanto ging es natürlich um Saatgut, um die Patente, aber es ging zum großen Teil um Digitalisierung. Wer schreibt das Betriebssystem im Bauernhof? Wer schreibt Windows für die Landwirtin, für die Bäuerin? Ja, sieht man dann auch das, was so Bayer zum Beispiel auch vertreibt. Es gibt eine Kuh-App, dann kann ich meine Kuh per Handy kontrollieren und schauen, wie es der so geht. Und das ist die Original-Webseite von Bayer für die Fusion, und da sieht man ganz klar diesen Bereich Data Science und Engineering. Also von den Wegen, dass irgendwie Bits und Bäume, das gehört einfach in vielen Bereichen zusammen, auch in der Landwirtschaft. Genau. Gibt es viele Studien dazu, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter, ich bin schon so ewig in der Zeit. Also ich habe erst um halb angefangen, habe ja noch 10 Minuten. Es gibt total viele Sachen, die das zeigen, dass Digitalisierung einen ganz krassen Impact hat in Naturschutz. Ja. Und das ist am Beispiel Landwirtschaft extrem krass. Ja.
Und wir haben, was wir da sehen in dem Fall, wir haben eine total krasse Vermachtung. Wer kontrolliert denn die Landwirtschaft? Ja, wir haben das, heute Vormittag wurde die Studie ja vorgestellt zu Reset, zu digitalem Reset. Wir haben eine total krasse Dominanz, dass im Endeffekt 4 Konzerne kontrollieren irgendwie das Saatgut weltweit. Und wir haben halt auch 4 Konzerne, die global Dünger und Pestizide kontrollieren. Das ist aber unser Essen, wie wir uns ernähren, außer die Leute, die autark sich selbstständig ernähren. Das ist vermutlich in Deutschland die wenigsten. Und deswegen haben wir total vermachtete Lieferketten global. Wir haben total wenige Konzerne, die kontrollieren, wie das Essen auf den Tisch kommt bei uns. Ja, wir haben halt unten Bayer, Monsanto und ChemChina und so. Unten diese rote Tasse, das ist Pestizide und Saatgut. Dann kommen die Bäuerinnen, die halt eingequetscht werden dann von den Firmen, die das Saatgut dann aufkaufen oder die fertigen Produkte. Dann habe ich die Hersteller von Lebensmitteln wie Unilever oder PepsiCo. Dann habe ich die großen Konzerne, die unsere Lebensmittel verkaufen, also Edeka, Lidl und so weiter. Und dann kommen wir als die kleinen Verbraucherinnen. Und das presst uns natürlich massiv aus, weil die wenigen setzen die Preise und ziehen massiv Profit und Gewinn daraus. Wie viel ist das? Das ist eine Grafik, die ist relativ komplex. Das Fazit ist, was man hier sieht. Das ist die US-Wirtschaft. Das ist eine Grafik aus dem Economist, der führenden Wirtschaftszeitung. So der Spiegel für Wirtschaftsjunkies. Und man sieht alle, das sind alle Sektoren der USA, Wirtschaftssektoren. Und alle Punkte oberhalb dieser Linie, dort hat die Konzentration zugenommen. Dort haben weniger Konzerne mehr Marktanteil. Wir haben eine radikale Vermachtung, die immer permanent zunimmt. Nicht nur bei den Tech-Konzernen. Dieser Schaden, den kann man volkswirtschaftlich berechnen. Wir haben aktuell ungefähr eine Inflation von 10%. Diesen Schaden von 10% jedes Jahr haben wir jedes Jahr durch die Vermachtung der Großkonzerne, dass total wenige Konzerne fast alle Märkte kontrollieren. Also das, was wir gerade spüren, real durch die Inflation, haben wir jedes Jahr durch die großen Konzerne in den Wirtschaftsbereichen. So, und die Macht beruht halt auf Geld, auf Wissen, auf Netzwerke, also Gazprom, Schröder, Kohl, schwarze Koffer und auf das Image, das diese Konzerne einfach ausdrücken. Arbeitsplätze, Fortschritt, Lifestyle. Und das ist ein Problem. Und da müssen wir ran. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt hier nochmal das Beispiel, wie groß sind denn Konzerne im Vergleich zu wirtschaftlichen Nationalstaaten? Und da stellen wir fest, dass zu den großen Wirtschaftseinheiten der Welt wir relativ schnell sehen, dass Konzerne wie Google, Apple oder BlackRock einfach in dieser Liga sind. Die sind jetzt nicht größer als die USA, aber sie sind größer als auch führende Industrienationen. Und das ist ein Problem. Solche großen Wirtschaftseinheiten darf es nicht geben. Stiglitz hat damals nach der Finanzwende, also nach der Finanzkrise 2008, einen total wichtigen Spruch gesagt. Too big to fail means too big to be. Systemrelevante Unternehmen darf es nicht geben, weil das unternehmerische Risiko, was eigentlich Unternehmen ja tragen, das wird nämlich dann übertragen auf den Steuerzahler, die Steuerzahlerin, also uns. Weil wenn die systemrelevant sind, müssen wir die retten. Und das geht nicht. Also geht wirtschaftlich nicht und geht einfach steuerlich nicht. Und deswegen müssen wir mal über Großkonzerne reden. Genau, das ist jetzt eine Folie, die kann man viel drüber reden, haben wir jetzt leider nicht die Zeit. Ja, aber das heißt, was haben wir gemacht? Ja, können wir mal in kleiner Runde, die Zeit haben wir nicht so viel. Genau. Der Punkt ist einfach, was haben wir denn gemacht bei Bayer Monsanto? Wir haben uns schlau gemacht, wir haben uns da eingebracht, das Antitrust-Verfahren und Bayer, die Fusion hat 3 Monate länger gedauert. Wir wussten, wir konnten die Fusion nicht aufhalten. Aber wir haben das dem Bayer-Konzern echt teuer gemacht, als sie Monsanto gekauft haben. Das ist echt ein Erfolg, dass die Aktionsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, der Alternative Bauernverband, mit Unterstützung von uns und von Oxfam einfach gesagt haben, wir gehen ins Kartellverfahren, ins Fusionsverfahren hinein und versuchen, die Fusion zu verhindern. Und wenn wir mehr mal drüber nachdenken, wie wir eigentlich Großkonzerne aufbrechen können und sich mehr Leute mit Antitrust beschäftigen, dann ist es nicht nur, dass wir Fusionen aufhalten, sondern dass wir Fusionen stoppen und dass wir dahin kommen, dass wir Konzerne aufbrechen. So, letzter Fall, Facebook. Ja, also wir hatten letztes Jahr im großen Bündnis gesagt, wir wollen keinen Wahlkampf wie bei Donald Trump oder Bolsonaro. Wir wollen einen fairen Bundestagswahlkampf online. Es soll kein Hass
und es soll kein Fake über Facebook, YouTube oder sonstige Plattformen laufen. Es soll ein fairer Wahlkampf, wie er normalerweise auf dem Straßenwahlkampf stattfindet, auch in Deutschland passieren. War ein großes Bündnis und wir hatten damals von Goliath Watch die Parteien gefragt, wie wollt ihr Wahlkampf machen? Wollt ihr einen Standard setzen oder wollt ihr Hass, Fake und personalisierte Werbung, also manipulative Online-Werbung nutzen? Deswegen haben wir auch dieses transparent gemacht, digitale Demokratie, fair statt Fake. Und es haben eigentlich, wie man sich so erwartet, viele Parteien, ja, wir machen da schon was und die Konservativen eher nicht. Und die CDU hat gar nicht geantwortet. Aber wir hatten ein Bündnis und wir hatten eigentlich relativ viel Erfolg, dass die Wahl relativ okay ablief. Es war nicht so wie in den USA oder beim Brexit. War echt cool. Das war jetzt die Aktion dann vom Deutschen Bundestag hier in Berlin. Kann man alles nachschauen. Und das war eigentlich cool. Und dann kam ja dieser große Leak von Francis Haugen zu Facebook. Also wie Facebook wirklich Hass und Fake als Geschäftsmodell nutzt. Was eigentlich alle vorher schon wussten, jetzt aber schwarz auf weiß auf Firmenpaper von Facebook. Da haben wir halt in Hamburg protestiert, ja, und fanden das total cool, ja, war so vor. Und dann, genau, dann war ja nur Jan Böhmermann, war ja davor, ich weiß nicht, wer das kennt, dieses Video von Jan Böhmermann, mega sehenswert, ja, Facebook zerschlagen, enteignen, total cool, genau. Smash and break up fucking Facebook, Jan Böhmermann, Primetime Television, Deutschland, ZDF, genau. Und dazu am Schluss so als witzige Sache, ja, kann sein, dass mein Account gesperrt wird. Jan Böhmermann wurde nicht gesperrt. Ja, also seine Facebook-Seite gibt es weiterhin. Ja. Ich habe aber im Februar eine E-Mail bekommen, dass unser Account gesperrt ist. Da dachte ich mir, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, wir sind eine kleine NGO, haben wenig Geld am Konto, kenne keinen Anwalt, was mache ich denn jetzt? Habe ich rumgerufen? Ja, und habe ich, so sah das dann unsere Facebook-Seite aus. Und dann habe ich die Gesellschaft für Freiheitsrechte angerufen. Hey, geil, dass ihr anruft! Wir suchen schon jemanden, der klagt. Ja, okay, habe ich noch nicht gemacht, aber ist cool. Ja, okay, dann haben wir halt geklagt. War total cooles Verfahren. Ja, war so, ja, du musst aber in 2 Tagen das alles fertig haben. Okay, ich habe gerade andere Probleme, aber ich versuch's mal. Und dann hatten wir einfach die Klageschrift eingereicht. War total krass, so schnell dahin und da und 3-mal Brief hin und her. Ja, aber war cool. Genau, das war zum Beispiel dann der Widerspruch, den ich eingereicht habe bei Facebook, ging halt nicht. Ja, die haben so eine coole Webseite, da geht nur die Werbung, aber nicht, dass du da mal Widerspruch einlegst. Genau, so war es halt dann. Und als Facebook, als dann die Klageschrift mit 50 Seiten beim Amtsgericht in Hamburg war und als Facebook das dann so im Posteingang hatte, haben die uns so eine Pseudoseite wiederhergestellt. Das war dann unsere URL bei Facebook. Die wollten dann sofort verhindern, dass irgendwie die Klage weitergeht. Denkt ihr, haha. Nee, wir haben dann weitergeklagt, gab einen netten Artikel in der Taz und haben halt gesagt, das geht überhaupt nicht. Ja, wir wollten halt nicht wegen unserer Webseite, das ist eigentlich Pipifax, ja, für uns halt nicht, aber eigentlich generell. Wir haben halt gesagt, wir wollen endlich mal klarstellen, dass Facebook nicht hergehen kann und einfach willkürlich Seiten sperren kann. Das geht nicht. Ja, also wenn, muss man wenigstens mal abmahnen. Und wenn man eine Seite sperrt, sollte man mal sagen, warum? Die konnten eigentlich erst, als der Richter mal nachgefragt hat, warum, wir vermuten Copyright-Verletzung. Okay, und wer ist, mit was denn? Ja, wir vermuten. Die konnten bis heute nicht sagen, warum die Seite gesperrt haben. Ja, vermutlich hat der Algorithmus uns einfach mal gesperrt. Ja, so. Und das war dann die Entscheidung am 6. Juli. Wir so plump wie Brief vom Oberlandesgericht. Nee, riesenfett, wir bekommen Recht. Könnt ihr euch alles nachlesen. Steht bei uns auf der Webseite, auf goliathwatch.de. Und da steht halt drin, ja, Facebook muss eine Unterlassungserklärung abgeben. Und wenn sie das nochmal machen und uns einfach willkürlich sperren, dann wird's teuer. Total cool. Ja, super. Also, was ich euch mitgeben will, es geht was. Wir können was machen, wir müssen aktiv werden. Und es gibt einfach positive Beispiele, dass man mit neuen Leuten was bewegen kann gegen große Tech-Konzerne. Und halt mit Unterstützung und Solidarität. Was ist jetzt mein Fazit? Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt alle mehr Meinungsfreiheit dadurch. Ja, also ihr könnt euch gerne auf die Musterklage, die wir jetzt haben, berufen und damit halt auch, wenn ihr Probleme habt mit Facebook, das auch nutzen. Genau, das ist jetzt nicht nur für uns. Genau, das überspringe ich jetzt, ja klar. Es gibt ja schon Sachen, die vielleicht nicht auf Facebook sein sollten, die man schon löschen soll, ja. Aber man soll keine normale, offene Meinungsfreiheit auf Facebook einschränken oder auf anderen sozialen Plattformen. Das ist halt schon mal ein wichtiger Disclaimer dabei.
Genau. Was tun gegen Konzernriesen? Unser Punkt ist ja immer, wir müssen das Wirtschaftssystem da rein und über Wirtschaft reden und da mal reingehen. Ja. Und wir sagen zum Beispiel, wenn Fridays for Future angeboten kriegt, von Siemens in den Aufsichtsrat gehen, dann sollt ihr ein Stimmrecht kriegen. Können wir ja machen. Wir können ja als Zivilgesellschaft euch gern kontrollieren, aber dann mit Stimme und richtig mit Impact. Ja. Und wenn es ein Kontrollgremium gibt für Facebook, dann sollte es halt wirklich demokratisch legitimiert sein und nicht von Mark Zuckerberg eingesetzt. Genau. Also wenn, dann schon richtige Wirtschaftsdemokratie und nicht so Pseudo als Feigenblatt. Genau. Also wir fordern zum Beispiel, wenn wir von großen Konzernen reden, dann soll doch ein Drittel der Leute, die davon betroffen sind, also wir, auch mit Sitz und Stimme im Aufsichtsrat sein. Das ist eine alte Forderung der Gewerkschaften und ist total cool. Warum nicht sagen, bei Volkswagen, da sitzt jetzt nicht nur die Gewerkschaft drin, ja, und die Arbeitgeber, die Eigentümer, sondern warum wird dann ja eigentlich von der Gesellschaft mitgewählt, dass sie da mitentscheiden bei großen Konzernen? Wäre eine coole Sache, dann hätten wir eine indirekte Enteignung der Eigentümer. Genau, könnt ihr nachlesen bei uns, braucht ein Kollege. So, das sind die weiteren Sachen, da hüpfe ich jetzt mal so drüber, weil jetzt bin ich eigentlich schon fertig. Ich will euch eigentlich nur noch mal den Vergleich jetzt zeigen und dann so ein bisschen so einen Mutmachausblick. Ich habe jetzt drei Sachen vorgestellt, was wir jetzt schon mal gemacht haben. Also Kampagnen sind super geil, die wirken total super in verschiedensten Politikbereichen. Klagen wie Gesellschaftsinformationsfreiheitsgesetz, wenn wir Gesetze haben, können wir klagen. Ist ein total super Tool. Macht die Deutsche Umwelthilfe oder die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ist ein total cooles Tool. Man braucht halt gute Rechtsanwälte. Ja, das ist halt ein bisschen der Haken dran. Und das Dritte finden wir halt total geil. Wir müssen dahin kommen, dass wir Großkonzerne zerschlagen. Ja, da ist sie. Weil das wirklich an die Wurzel geht, ja, wirklich an das Problem geht. Ja. Es kann nicht angehen, dass das Geschäftsmodell heute im IT-Bereich ist, von Google aufgekauft zu werden. Und dass Amazon immer weitergeht und immer noch einen Bereich und noch einen Gesellschaftsbereich übernimmt. Ja, das kann nicht angehen, das geht nicht. Genau, ich überspringe jetzt mal ein paar Folien. Könnte ja dann, jetzt bin ich, glaube ich, rausgehüpft. Jetzt mag er mich nicht mehr. Genau. Das ist jetzt so die letzte Folie, die ich dann zeigen will und dann will ich mit euch diskutieren. Wir haben aktuell gerade einen historischen Moment, also wo ich mache halt so Kartellpolitik, so Antitrust, wie zerschlagen wir jetzt Google, Facebook und Co. Ja. In der USA, das ist ja Joe Biden, der da sitzt, und dahinter ist Lina Khan. Das ist der Star der ganzen Antitrust-Bewegung weltweit. Die ist jetzt Chef der Antitrust-Behörde in der USA. Die hat einen mega bekannten Artikel in der New York Times geschrieben, warum wir Amazon zerschlagen müssen. In den USA laufen Verfahren zur Zerschlagung von Google und Facebook. Richtig geil. Ja, das ist USA. Und von diesem Spirit inspiriert gab es jetzt auch dieses Jahr von Lobby Control und anderen Organisierten einen relativ spannenden internationalen Austausch mit den Amerikanern. Was können wir eigentlich tun und lernen, um hier in Europa eigentlich mal Großkonzerne wie Google und Facebook zu zerschlagen? Dass wir das auf den Weg bringen. Hier oben ist die Kollegin Margarete Vestager, ist so eine alt sozialdemokratisch inspirierte EU-Kommissarin, die hat die Wettbewerbskommission, die ist eigentlich ein total cooles offenes Fenster, weil die eigentlich, glaube ich, so stark Kartellpolitik macht in der EU wie niemand sonst zuvor. Also wir haben eigentlich ein cooles Fenster und ich weiß nicht, wer es am Montag gesehen hat in der Presse, was über Sven Giegold und Herrn Habeck jetzt im Wirtschaftsministerium rauskam. Es gibt jetzt endlich in Deutschland nach 70 Jahren ein Gesetzentwurf vom Bundeswirtschaftsministerium, dass wir endlich in Deutschland die Rechtsgrundlage schaffen, um Großkonzerne zu zerschlagen. Da stecken total viele Hürden drin, das muss ja nur durch die FDP durch und durch die Koalition an Olaf Scholz vorbei, aber es ist schon cool, ja, was sich da bewegt. Ja. Vor 5 Jahren wurde man als wir 3 Leute waren, noch belächelt. Ja. Beim letzten Treffen beim Montag waren wir schon 15 Leute. Da waren die Gewerkschaften da, da war Greenpeace da und immer mehr kapieren das. Und wenn mehr Leute da reingehen, und es müssen jetzt nicht alle sein, die hier sitzen, ja, aber wenn da 2 Leute mehr dazu kämen, wäre das super. Ja, soweit. Wie gesagt, wir können eine andere Welt. Die Welt ist einfach nicht schön, in der wir gerade leben. Schlechtes Essen, Stress, Kinderarbeit und blöder Verkehr. Und wir können in einer anderen Welt leben, das ist machbar. Ja, ist ein langer Weg, bloß wenn mehr Leute anfangen, da mitzuarbeiten, geht schneller. Da haben wir auch kein Google mehr, also auf jeden Fall nicht mehr in der Hand von Google und positive Sachen gibt. Wenn wir gemeinsam was tun, geht es. Damit ende ich jetzt mal und freue mich
auf den, ja, unseren Newsletter abonnieren, ganz wichtig. Und sonst freue ich mich jetzt mit dem Austausch mit euch und die Folien könnt ihr ja runterladen. Danke. Ja, vielen Dank, Thomas, für den super Vortrag. Und wie gesagt, die Diskussion ist eröffnet. Einfach kurzes Handzeichen geben und ich komme dann mit dem Mikro zu euch. Falls ihr nicht alle gerade damit beschäftigt seid, den Newsletter zu abonnieren. Da haben wir schon mal einen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so geplättet. War doch viel. Aber es ist der letzte Vortrag, danach gibt es ja die Band. Ja, ganz herzlichen Dank für den inspirierenden und energetischen Vortrag. Und auch eure Erfolge machen Mut. Zugleich zwei Fragen. Zum einen, wenn ihr jetzt gerade über Antitrust-Recht, also Kartell-Wettbewerbsrecht kommt, das ist ja gerade, wenn es aus den USA kommt, fast schon anrüchig. Das hat ja nicht den Zweck, Umwelt zu schützen, Verbraucherinnen zu schützen, Demokratie zu schützen, sondern Wettbewerb sicherzustellen. Das heißt, da frage ich mich ein bisschen, ist das wirklich ein Systemwandel oder ist das nicht eigentlich eine Systemeigenschaft, ein systembestärkendes Element? Ja, also das zweite, ganz kurz noch ein zweiter Punkt, Thema Mitbestimmung, zumindest in Deutschland, schützen die unternehmerischen Freiheiten sozusagen, also 50 plus X muss in Hand der Anteilseigner sein. Ja. Das heißt, da gibt es jedenfalls in Deutschland verfassungsrechtliche Grenzen und ich vermute, die Europäische Union mit dem wirtschaftlichen Schlag wird euch da auch nicht weiterhelfen. Also vielleicht die zwei Punkte würde mich interessieren, was du davon hältst. Genau, der zweite Punkt ist einfach zu sagen, das müssen wir mal mit meinem Kollegen klären, der den Bereich betreut. Aber ist auf jeden Fall ein Punkt. Man muss mal schauen, was ist verfassungsrechtlich möglich und wie kann man das ausgestalten? Ja, vollkommen richtig. Der Hinweis ist schon richtig, dass wir relativ starke Regeln haben. Wie stark darf man Eigentümer in ihre Unternehmensform begrenzen? Das ist schon vollkommen richtig. Aber ich glaube, man kann da schon was machen. Man kann das schon ausgestalten. Ja, das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Also ich glaube halt, also man müsste es juristisch prüfen, das ist schon vollkommen richtig. Ich nehme das mal mit und müsste dich an meinen Kollegen verweisen oder du müsstest mal uns nochmal eine E-Mail schicken und dann können wir das dir nochmal genauer sagen. Das ist das Erste. Das Zweite, ja, vollkommen richtig, ist immer die Frage, ist Großkonzerne zerschlagen neoliberal oder hat es auf jeden Fall mal einen Sinn, um eigentlich in den Bereich zu kommen, wo wir mehr Wirtschaft gestalten können? Was wir jetzt haben, also in der EU, machen wir es vielleicht erstmal einfacher, in der EU steht schon im Kartellrecht drin, dass ökologische Faktoren ein Kriterium sein können, um Fusionen nicht zu erlauben. Wendet die EU leider nicht an. Also man hätte die Fusion von Bayer und Monsanto verhindern können, weil man sagen könnte, das hat ökologisch negative Auswirkungen. Ja? Also es ist immer die Frage, wie weit wir Marktgestaltung, ja, also wir haben eine vermachtete Wirtschaft, das hat ja nichts mit diesem Wettbewerb, von dem ständig die FDP spricht, zu tun. Ja, wir haben eine mega krass vermachtete Monopol-Konkurrenzsituation. Das ist ja nicht irgendwie dieser Wettbewerb, von dem immer Herr Lindner spricht. Ja, sondern wir haben eigentlich eine total vermachtete Wirtschaft. Und wenn wir da reingehen und sagen, ich will irgendwie sicherstellen, dass Alternativprojekte eine Chance haben, muss ich ja diese Märkte öffnen. Wie können denn die ganzen kleinen Alternativprojekte gegen Großkonzerne wie Google, Amazon und Co. bestehen? Wir müssen diese Märkte aufbrechen, wir müssen diese Marktanteile diesen Konzernen entreißen. Das hat erstmal nichts damit zu tun, jetzt hier Markt oder Wettbewerb herzustellen im Sinne von einer Konkurrenzmarkt. Wir wollen ganz klar von unserer Seite Märkte, ja, wenn wir Märkte überhaupt noch haben für diese Bereiche, dann müssen die ganz knallhart demokratisch erstmal vom Staat, von der Gesellschaft kontrolliert werden und gestaltet werden. Und ein wichtiger Anteil ist, ja, ich will einen demokratisch kontrollierten Markt, wenn wir Märkte haben, aber nicht in der Hand von Einzelpersonen wie Jeff Bezos oder Larry Page oder Elon Musk, weil das ist auch kein Markt. Ja, ich will einen demokratisch kontrollierten Markt, aber nicht einen Markt, der kontrolliert wird von Google oder Amazon. Vielleicht mal so weit als Anhaltspunkt. Ja. Klar, man muss da aufpassen, nicht die neoliberale Lüge, wir stellen jetzt Wettbewerb, alles wird gut, sondern wir brauchen ganz klare Gestaltung von Märkten durch die Gesellschaft, wenn wir Märkte weiterhin haben. Und das ist was anderes als dieses neoliberale Pseudonym von Konkurrenzmärkten. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied und das sind beiden. Ich kann das halt auch progressiv von links nutzen, Antitrust und Konzerne zu zerschlagen für eine vernünftige wirtschaftsdemokratische Gestaltung von Märkten, wenn wir Märkte halt haben wollen. Okay, soweit. Danke.
Ja, nur meine Frage ist, auch wenn es in Deutschland genug zu tun gibt, arbeitet ihr mit anderen europäischen Organisationen zusammen? Am Ende nutzen ja große Konzerne ihre Monopolstellung, um im Sinne Teile und Herrsche europäische Länder und Organisationen gegeneinander auszuspielen. Und viele kleine Nadelstiche sind ja auch sehr unangenehm für die großen Konzerne. Genau. Wie ist da die Strategie und wie möchtet ihr in Zukunft auch, dass die Zivilgesellschaft euch noch weiter unterstützen kann, dass eben viel Kleines wird ja auch groß und kann was bewirken? Also wir wären total happy, wenn wir mehr Fördermitglieder hätten. Nee, wir kämpfen halt gerade echt. Wir haben halt massive Probleme, weil wir einfach so einen Bereich besetzen, wo total wenig Akteure sind. Es gibt halt noch die kritischen Aktionäre und es gibt halt die Koordination gegen Bayer gefahren, die halt Bayer machen. Das sind die, sag ich mal, die drei Organisationen, die konkret direkt zu Großkonzernen arbeiten in Deutschland. Und viele machen das halt mit, so nebenbei, aber wir haben wenige, die wirklich konkret. Wir waren beim europäischen Netzwerktreffen bei ENCO, das European Network of Corporate Observatory. Die NGOs aus den anderen Ländern kamen zu uns sofort zu. Super, dass endlich mal eine zweite deutsche NGO nach Lobby Control da ist, weil eure Großkonzerne sind so scheiße. Die meinen das ernst. Unsere großen Konzerne, ob es jetzt Volkswagen ist, ob es Edeka ist, ja, ob es Bayer ist, die üben massiv viel Druck aus auf die anderen Länder in der Europäischen Union. Ja. Von dem her ist es total wichtig, dass hier in Deutschland endlich mal mehr getan wird gegen diese großen, vermachteten Riesenkonzerne, die einfach massiv viel Druck in die Lieferketten ausüben. Genau. Also deswegen, wir arbeiten europäisch zusammen, wir haben europäische Studien gemacht mit den anderen Partnern und es ist total wichtig, weil die Konzerne sind jetzt nicht deutsche oder US-Konzerne, die gehen dahin, wo sie die besten Arbeitsbedingungen, die besten, schlechtesten Umweltstandards kriegen, um am billigsten zu produzieren zu können und die meisten Gewinne. Und deswegen müssen wir global uns vernetzen, damit die Konzerne nicht einfach uns wechselseitig ausspielen. Vollkommen richtig. Hat das beantwortet? Super, danke. Wenn man jetzt Facebook und Co. zerschlägt, tut man der chinesischen Regierung dann nicht einen Gefallen? Es geht ja nicht nur um Facebook, es geht natürlich auch um Tencent, das ist vollkommen richtig. Ja, also wenn wir sagen, müssen wir genauso die großen chinesischen Tech-Konzerne anschauen, das ist vollkommen richtig. Haben wir denn rechtlich da überhaupt eine Grundlage, die Chinesen zu verklagen? Also es geht ja nicht um die Chinesen. Wir können ja nicht sagen, ihr in China müsst jetzt euren Markt anders gestalten. Das können wir nicht. Ja, aber wir können ja sagen, was dürfen US-Konzerne, was dürfen europäische Konzerne in unserem Markt in der Europäischen Union oder wie muss in Deutschland der Markt ausschauen? Das können wir entscheiden demokratisch. Ja, und der deutsche Markt ist nicht klein. Wir sind die viert- oder fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist in Deutschland immer so eine falsche Wahrnehmung. Das ist hier ein Riesenmarkt, was hier abgeht. Ja? Und die Europäische Union auf jeden Fall. Ja? Und damit können wir auf jeden Fall global Standards setzen. Die Tech-Politik, die netzpolitischen Leute wissen das stärker. Aber das, was die Europäische Union ja macht im netzpolitischen Bereich, strahlt ja weltweit aus. Und die Amerikaner finden das ja teilweise total krass cool. Ja, und tun das ja kopieren, was wir in der Europäischen Union ja machen, netzpolitisch. Ja, das ist schon, wir haben da schon einen Spielball, den wir da reinwerfen können. Das ist schon richtig. Wir können nicht China verändern, aber wir können entscheiden, was hier bei uns passiert. Ja klar, aber wir können halt schon unseren Markt halt verändern und sagen, das passiert hier und das passiert hier nicht. Natürlich gibt es vielleicht kleine Abschwächungen, dass halt dann das nicht mehr gibt oder das. Genauso wie Google halt nicht nach China so leicht reinkommt. Ja? Aber wir können halt schon entscheiden, was in Europa passiert. Ja? Und was halt wir hier entscheiden, hat halt eine Wirkung, weil wir sind ein großes Land. Und wenn wir hier mal vernünftig regulieren würden und die Großkonzerne halt sich hier aufspalten müssen, das hätte ja eine Flächenwirkung weltweit. Ja. Hier tatsächlich. Ah, super. Du hattest in deinem Anfangsplädoyer genannt, dass wir mehr über Wirtschaft sprechen sollen. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich frage mich aber, wie und auf welchen Methoden wir diesen Meinungskurs tatsächlich auch in den gesellschaftlichen Meinungsdiskurs reinbringen. Auch wenn du so auf klassische wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge schaust, dann orientieren die sich ja noch an alten Methoden. Also so Begriffe wie CSR oder auch Begriffe wie Inflation durch Megakonzerne spürst du da ja in den Studiengängen.
vielen Dingen oder zumindest auch im akademischen Diskurs sehr wenig und sehr selten. Mhm. Deshalb wäre da die anschließende Frage, okay, wie schaffen wir es eigentlich, diesen wirtschaftlichen Diskurs auch in die Breite der Gesellschaft zu bringen? Mhm. Also ich habe ja Anfang der 2000er Jahre habe ich ja mal so einen Workshop gemacht bei der ATAC Sommerakademie Münster. Da habe ich gesagt, wir müssen dringend mal über die Wirtschaftswissenschaften in Deutschland reden. Da habe ich nur Wirtschaft studiert. Und daraus ist das Netzwerk Plurale Ökonomik entstanden. Wir haben heute eine relativ breite öffentliche Diskreditierung der Mainstream-Wissenschaft mit dieser Kritik, ja, ihr seid ja total einseitig und rechnet nur. Ja. Klar, das ist jetzt noch nicht die Veränderung der Lehrstühle, ja, an den Hochschulen, aber wir haben ja heute schon endlich mal wieder alternative Studiengänge in Deutschland. Und das ist halt ein Punkt, das ist erstmal, was an den Hochschulen passieren muss. Das Zweite ist, dass endlich mal mehr NGOs anfangen müssen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und jetzt nicht die Mainstream-Leute, die nur rechnen können, sondern wirklich halt Leute, die einen breiten Blick haben, ja, mal einzustellen. Und das wäre halt cool, ja, wenn halt ich nicht der einzige Ökonom bin, halt, der bei der Initiative Lieferketten dabei ist. Das ist eine riesige Kampagne von vielen NGOs in Deutschland. Ja, und Greenpeace hat jetzt den ersten Ökonomen eingestellt. Das ist ein bisschen zu wenig. Wir brauchen da eigentlich mehr Sachverstand. Und was ich halt immer empfehle, und das Buch halt links von ATAC Österreich geht halt ein in die Richtung, es geht zu Konzernen und rechts, ich empfehle immer, wer mal ein bisschen Einstieg will, es gibt ein paar alternative Studiengänge in Deutschland, einfach mal dieses Buch lesen, Ökonomie der internationalen Entwicklung. Das zeigt aus drei Theorierichtungen, wie man Wirtschaft verstehen kann. Und wenn mehr Leute da mal Bescheid wüssten oder mal einen Zugang haben, und es gibt ja coole Initiativen in dem Bereich, weil wir müssen das aufbrechen, weil halt viele Standortargumente, Arbeitsplatzargumente einfach nicht stichhaltig sind. Ich sage jetzt mal Mindestlohn, ja, oder dass Google konkurrenzfähig ist. Ich sage jetzt mal hier links, der Podcast von Ole Nymann oder Wolfgang M. Schmidt, wer kennt denn den? Ja, das ist dann nur zu wenig. Ja. Das sind viel zu wenig. Ja. Es fangen Leute an, das in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Und das müssen wir leider mehr machen. Das müssen jetzt nicht alle irgendwie Wirtschaft machen. Aber wenn jeder jemanden kennt, den er fragen kann, dann müssen wir hinkommen. Und dann, glaube ich, haben wir viel andere Chance gegen neoliberale, einseitige Ökonomen wie Herrn Wambach. Ja, digitaler Wohlstand für alle, passt schon mit dem Kartellrecht. Dann haben wir einen anderen Stand bei den Argumenten. Das ist ja nicht, dass die anderen Argumente alle falsch sind, aber man muss halt schon diese neoliberale Ideologie, die massiv auf die Mainstream-konservativen Wirtschaftswissenschaften in Deutschland ruht, die auch auf dem Feld angreifen. Und es geht. Wir wollen nächstes Jahr eine Fortbildung anbieten für NGO-Leute im Bereich Wirtschaft und wir machen jedes Jahr einmal im Monat einen total netten Online-Talk für Wirtschaft, damit man mehr Leute den Wirtschaftsteil lesen. Genau, soweit von mir dazu. Ich weiß nicht, ob das mal hilft. Ich komme zurück auf das Verklagen in Deutschland für Konzerne aus Amerika, aus China und so weiter. Das mag für China klappen. Für die anderen Länder, haben wir es uns kaputt gemacht oder werden es uns kaputt machen durch die Handelsabkommen? CETA wird demnächst durchgewunken, mit Japan haben wir eins und wenn TTIP dann doch noch kommt, dann sind die ganzen Ami-Konzerne weg. Ja, ist ein wichtiger Punkt, hast du vollkommen recht. Wir müssen über die Wirtschaftssachen, aber jetzt sind wir beim Wirtschaftsthema. Wir müssen dringend über diese Handelspolitik reden, ist vollkommen richtig. Und der Datenhandel läuft ja gerade wieder in der WTO, in der Welthandelsorganisation. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde es ja total super, dass die Umweltverbände jetzt wieder richtig stark über die europäische Energiekarte reden, weil die einfach, wir kennen es ja aus Hamburg mit Vattenfall und Moorburg, ja, oder Atomausstieg hat ja auch Vattenfall geklagt und zahlen mal Millionenbeträge an den Konzern, ja, deswegen müssen wir schon über Handelsverträge reden, aber ich glaube, da wäre Wirtschaft auch wichtig und wir können was verändern. Die Europäische Union ist kein kleines Land, ja. Das finde ich ist halt schon nochmal diese globale Verantwortung, die wir haben aufgrund dieses kolonialen Reichtums, den wir hier haben, leider. Ja, aber damit müssen wir halt einmal progressiver umgehen, weil das halt eine große Wirkung hat, leider. Was halt auch viele, wie ich halt viele Aktivistinnen aus dem globalen Süden kenne, die halt sagen, ihr sitzt halt in den Zentren der großen kapitalistischen Machtzentren, wenn ihr da was tut, hat das eine viel andere Wirkung, als wenn wir im globalen Süden demonstrieren. Das ist immer so meine globale Solidarität. Aber es ist richtig, wir müssen über diese Handelsverträge reden und wir müssen insbesondere über die Handelsverträge reden. Welche Regierung macht denn gerade diese tollen progressiven Handelsabkommen?
unsere Regierung. Ja, wir machen das jetzt mit diesen Streitschlichtungsverfahren, wo Konzerne Staaten verklagen können. Ja, total super. Wir machen dazu minimal leichte Verbesserungen. Nein, es kann nicht angehen, dass Konzerne demokratische Entscheidungen aufheben können. Ja, und es kann nicht angehen, dass zukünftige Gewinne von Unternehmen juristisch geschützt sind. Das steht in diesen Handelsabkommen drin. Das geht doch nicht. Klar, wenn ich jetzt Vattenfall verstaatliche, wie es in Hamburg war mit der Fernwärme, dann ersetze ich denen natürlich die Investition, ja, aber nicht die Gewinne der nächsten 20 Jahre. Das ist ja paradox. Und das geht halt nicht. Ja. Und das ist einfach wichtig, dass wir da mal über Handelspolitik reden, aber da müssen wir halt ein bisschen mehr wieder über Wirtschaft reden. Und wäre cool, wenn da nicht immer Leute über 50 plus sitzen in der AG Handel. Wäre super, wenn da mal ein paar neue Leute dazukämen. Ist ein cooles Thema, ich mache das seit 20 Jahren, finde es geil. Super, soweit zur Handelsfrage. So, ich glaube, wir sind langsam am Ende der Zeit. Ich will ja hier nicht von der Band aufhalten. Ich bin dann nachher nur so individuell und in kleiner Runde da oder beim Bierchen. Vielleicht machen wir die letzte Runde, außer du willst nur länger machen. Ach so. Nee, also ich habe jetzt auch gar keine Fragen mehr aktuell gesehen, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, in Kleingespräche überzugehen. Und wir haben ja jetzt auch schon mit Podcast und Literaturempfehlungen eine gute Hausaufgabe für heute auch. Dann würde ich sagen, noch mal eine Runde Applaus für Thomas. Vielen Dank. Besten Dank. Danke.